Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu New Cycle. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir lassen das Spiel mal direkt weiterlaufen. Und es gibt leider ein Problem. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, ich nehme nur eine Folge auf, aber ich kann während des Tutorials nicht speichern. Lieber Entwickler, das ist ein ganz dickes No-No. Aber gut. Müssen wir das Tutorial jetzt eben durchziehen. Das heißt, ich nehme direkt die nächste Folge auf. Das wirft zwar meine Pläne ein bisschen durcheinander, aber hey, was soll's. Ist doch wohl okay, wenn das Spiel über meine Freizeit bestimmt. Wir warten momentan auf die Produktion von einfachen Mahlzeiten. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Sehr schön. So, wir müssen Situation, Bedürfnisse und Moral der Gemeinschaft sowie alle verwandten Faktoren genau beobachten. Wir müssen versuchen, unsere Belange zum bestmöglichen Ergebnis zu führen und auf Ungewissheiten einzugehen, um mit dem, was wir haben, eine gesunde, zufriedene Gesellschaft aufzubauen. In einer schlecht betreuten Gemeinschaft machen sich schnell Unruhe, Krankheit, Tod und Zerfall bereit. Wir sollen das Bevölkerungsmanagement erkunden. Alles klar. Bevölkerungsmanagement, das ist hier. Nee, das ist... Das ist hier. So. Bevölkerungsmanagement. Hier kannst du den Allgemeinstatus ja. Versuche alle Bedürfnisse zu stillen, Variable wie Moral und Effizienz so hoch wie möglich zu halten. Alles klar, 1 von 5. Jo, 3 Klassen. Alles klar. Easy. Easy. Dankeschön für die Erklärung. Nächster Schritt bitte. haben wir uns ja alles schon angesehen, deswegen gehe ich da so ein bisschen schnell durch. Ich meine, wir haben es ja in der ersten Folge schon gut angeschaut. So, Angebot und Nachfrage. Endlich erinnert unsere Siedlung an ein Zuhause. Alle haben Arbeit und unserer Gesellschaft etwas zu bieten. Wir produzieren Nahrung, Wasser und Baumaterialien. Bevor wir aufstocken, brauchen wir einige Grundregeln und ein Gefühl von Ordnung. Verhältnisse stellen dar, wie viel von einem Verbrauchsgut pro Person und Tag verwendet wird. Wir müssen auf Bedürfnisse eingehen, doch Entscheidungen zu Verhältnissen müssen auf Basis unserer Ressourcen und Produktionskapazitäten getroffen werden. Das Allgemeinmaß an Moral wird bestimmt durch das, was verteilt wird, wie schnell und wie erfolgreich. Moral hat direkt Einfluss auf die Produktionsleistung unserer Siedlung. Außerdem kann sie die Reaktion der Menschen auf unerwartete Ereignisse positiv oder negativ beeinflussen. Wir sollen die Rationsverteilung auf regelmäßig stellen und 2 Tage lang erfolgreich Rationen verteilen. Okay, so, das geht hier, wissen wir schon, und da ist die Nahrungsverteilung. Wir machen gerade eine niedrige Verteilung. Das gibt halt eben 2 Moral. Wenn wir auf regulär stellen, gibt es 10 Moral. Das ist natürlich toll. So. 37 Rationen brauchen wir jetzt pro Tag. Wir produzieren, na, sehen wir gleich, wenn wir hier rausgehen, produzieren 29 pro Tag. Das ist nicht so gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Das heißt, wir brauchen eigentlich sicher schon... Oder wir stellen es gleich wieder runter, was wir auch machen können. Wir ziehen das jetzt 2 Tage durch. Sofern wir es 2 Tage lang schaffen. Zeit mal eben schnell laufen lassen. Ah nee, Verbrauch ist 15 pro Tag. Wieso 15 jetzt? Wartet mal. Wait a minute. Ja, wenn wir 37 Rationen haben, oder wenn wir 37 Leute haben, was ja ist, dann brauche ich 37 Rationen pro Tag. Das ist doch klar, 37 pro Tag. Ja, passt ja auch. Und können wir jetzt schon nicht leisten. Aber egal, die 2 Tage sind rum, oder für das Tutorial sind 2 Tage rum. So, letzter Schritt, das Übersichtsfenster. Hier kannst du alles zu deiner Siedlung und zu deinem Volk verfolgen. Gesundheit ist das Thema, auf das wir am meisten achten sollten. Es sollte unsere Priorität sein, eine Lösung für unsere aktuellen Zustände zu finden. Ja, das ist dieses Fenster, genau. Da sollen wir jetzt einfach mal durchgucken. Hier wird uns auch gar nicht groß was erklärt. Wir haben das auch schon in der ersten Folge einmal gemacht. Das heißt, jetzt sollte das Tutorial zu Ende sein, jawohl. Jetzt könnte ich speichern, aber jetzt machen wir die 2. Folge natürlich auch durch. Glückwunsch, wir konnten die temporären Lagerstätten hinter uns lassen und haben uns zu einer eigenständigen Siedlung entwickelt. Von nun an musst du Produktionspläne entwerfen, die auf Bedürfnisse der
Einwohner und Siedlung abgestimmt sind. Du kannst den Kurs bestimmen, indem du den Technologiebaum erkundest. Vergiss nicht, wir haben möglicherweise nicht viel Zeit. Wir wissen, was zu erwarten ist, doch wir wissen nicht, wann und wie. Okay. So. Dann würde ich sagen, müssen wir gleich mal die Nahrungsproduktion erhöhen, weil 37 pro Tag können wir so nicht liefern. Das heißt, wir bauen direkt schon mal ein weiteres Sammellager und sammeln weitere Pilze. Wollen wir das erste stehen? Da. Mal gucken, wo wir weitere Pilze bekommen. Da oben können wir Fisch bekommen, aber das haben wir noch nicht erforscht. Deswegen müssen wir erst die Pilze holen. Hier haben wir Pilze. So. So sind beide noch dran. Was ist das denn? Da wäre eine Brücke. Ne, Brücke. Ah, da ist es ein bisschen hügelig. Ah, guck mal. Das finde ich ja nice. Nicht, dass das jetzt hier noch nötig wäre, aber egal. Finde ich auf jeden Fall eine nette Idee. Gut, Straßennetz ist da. Bau kann beginnen. Dann kriegen wir da weitere Pilze. Dann können wir eigentlich, müssen wir eigentlich auch eine zweite Suppenhütte machen. Suppenküche, nicht Suppenhütte. Produktion, Suppenküche. Bauen wir noch eine Suppenküche hier hin. Okay. Gut. So, und dann gehen wir mal in den Forschungsbaum. Wir könnten jetzt mal Eid erforschen. Dadurch können wir nämlich dann anfangen, Hütten zu bauen für unsere Bewohner. Das ist sowieso immer eine gute Idee. Kostet 22 Bretter. Legen wir mal los. 385 Wissen. Hier ist übrigens, wie viel Wissen wir haben und wie viel auch generiert wird. Die Arbeiter generieren im Moment 37 pro Tag. Ich glaube, dass jede Bevölkerungsgruppe ein bisschen mehr, also jede weitere Bevölkerungsgruppe ein bisschen mehr Forschung beiträgt. Das ist jetzt halt genauso viel, wie wir Bewohner haben. Aber das werden wir alles noch sehen. Ich kann es euch auch nicht genau sagen. Technologie erforscht hätte. Dann bauen wir doch gleich auch mal ein paar, oder? Okay, der Hüttenbau hat schon die kompletten Steine. Oh, Unkept Promises. Das kommt jetzt auf Englisch. Was ist, what's the point of increasing food shares if some of us don't even get a bite? Ja, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Unsere Nahrung reicht nicht. Ich würde sagen, hier, this is temporary, hang in there. Wir sind ja gerade dabei, dafür zu sorgen, dass die Rationen auf diesem Level gehalten werden können. Dazu müssen wir hier natürlich jetzt auch nochmal eben einstellen, dass die entsprechenden Leute da an die Arbeit kommen. Und dann sollte die Rationsfrage auch ein für alle Mal geklärt sein. Von daher, das, was haben wir hier? Coast of Rejection. Okay, 3 Tage lang. Ah, Mist, das ist schlecht. Ich habe das gerade scheinbar abgelehnt. Ich hätte das annehmen müssen. Ah, da sind die Auswirkungen nicht ganz klar gewesen. Also, das war jetzt ein Ablehnen des Gesuchs oder ist als Ablehnen des Gesuchs gewertet worden, obwohl es ja hieß, hang in there, das ist nur temporär. Gut, ich hätte es anders machen müssen. Ist dumm gelaufen. Kann ich jetzt aber im Nachhinein auch nicht mehr ändern. Die ersten Häuser sind auf jeden Fall schon da und es wohnen auch schon die ersten Leute drin. Also wunderbar. So, wir haben wieder ein bisschen Stein. Aber kein Holz.
Ja, das wird... Die sind alle noch nicht bedient hier, was das Holz angeht. Oh, wir haben schon Winter. Oh, weia, warte mal. Hat das irgendwelche Auswirkungen jetzt? Oh, nicht genügend Ressourcen. Oh, wartet. Zu dieser Jahreszeit nicht verfügbar. Das heißt, wir haben jetzt kein Essen. Oha, das finde ich hart. Das finde ich hart. Dann müssen wir ganz dringend alternative Arten des Essens haben. Hier, jagen. Das können wir noch nicht erforschen. Wir sind noch nicht in diesem Zyklus angekommen. Jetzt lass mich mal kurz gucken. Man kann irgendwo... Wo war das nochmal? Ja, wo gab es da die Zyklusübersicht? City? Wo war das? Hier. Ah ja. Okay, wir brauchen 40 Leute. Erst dann kommen wir in den nächsten Zyklus. Und jetzt sterben uns wahrscheinlich Leute weg, weil wir nicht genug Futter haben. Ah, da geht's schon los. Nahrungsvorrat gering. Wir brauchen Nahrung, wir ernähren uns von Rohvorräten. Ja, Rohvorräte. Sind noch 5 Pilze da. Ach, herrje. Das finde ich krass, dass man direkt gar keine Nahrungsmöglichkeit hat. So früh zu Beginn des Spiels. Das Tutorial ist gerade vorbei. Krass. Das ist sehr hart. Schauen wir mal. Also 37 Leute. Mal gucken, ob jemand stirbt. Aber der Winter, wir sind ja schon fast durch, sag ich mal. Das geht relativ zügig. Aber es ist trotzdem sehr krass. Sehr krass. Und ja, was wir auch machen sollten. Vielleicht auf niedrig zu stellen, das bringt jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich was. Wir würden uns über mehr Zugang zu Nahrung freuen, das glaube ich euch. 36 Arbeiter sind hungrig, 13 davon tödlich. Oh weia. Oh, bitte nicht. Aber wir haben es gleich geschafft. Der Winter ist vorbei gleich. Okay, Frühling. Jetzt kommen wieder Pilze rein. Jahresende. Jährlicher Report. So, das erste Jahr ist um. Niemand ist gestorben. Ja, Gott sei Dank. 2 Leute sind zu uns gekommen von außerhalb. 9 Geburten. Ja, die Population wurde durch 2 erhöht. Ja. Wenn 9 Geburten stattgefunden haben, ja eigentlich durch, ne, durch 10. 11. Das ist also nicht richtig, aber egal. So, Renewal Replenished bei 97%. Based on Juli. Wir haben mehr Wasser als produziert, als verbraucht wurde. Ja, die Rationsproduktion war weniger, als verbraucht wurde. 2 neue Developments, 15 neue Strukturen, okay. Ja, das war der Jahresabschlussreport und jetzt ist das neue Jahr. Wir haben auf jeden Fall wieder Nahrung, dann würde ich tatsächlich auch direkt hochgehen, die wieder auf regulär zu stellen. Dank unserer zweiten Pilzgeschichte müsste das jetzt alles auch gut funktionieren. Jetzt muss ich erstmal das wieder einpendeln, dass wir hier die richtigen Zahlen angezeigt bekommen. Hier fehlen noch Straßen, die müssen wir auch noch bauen. Okay. Produktion 144, Verbrauch 144, sehr schön. Ja, aber das Schöne ist, das wird halt alles verbraucht durch die Nahrungsproduktion und wir produzieren jetzt sehr viel Nahrung, aber wir haben einen deutlich niedrigeren Verbrauch und das bedeutet natürlich, dass wir jetzt ansammeln können für den nächsten Winter. So kommen wir dann nämlich klar und gut dadurch. So, was haben wir hier? Lager fast voll. Oh, ja, Lager fast voll ist schlecht. Dann müssen wir auf jeden Fall ein Lager bauen, weil sonst können zum Beispiel keine weiteren Rationen eingelagert werden. Das kann man aber verhindern, indem man ein Lager baut. So, das errichten wir dann mal hier.
Und dann können wir da noch zwei Wohnhäuser reinsetzen. Okay. Da ist das Lager. Jetzt können wir hier auch Dinge einstellen. Zum Beispiel eine Lagergrenze, aber jetzt haben wir eine richtig hohe Lagerkapazität. Und deswegen brauchen wir das alles nicht machen. Pilze werden wir eh nie 1100 haben. Das ist aber schon okay. Bauressourcen, Verbrauchsgüter, läuft soweit. Okay. Von den Dingen, die wir jetzt haben, würde ich erstmal noch nichts bauen, weil im Moment ist ja eigentlich alles gut. Jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir auf 40... Ah, wir sind auf 39, gut. Jetzt müssen wir halt eben schauen, dass wir auf 40 Leute kommen, damit wir mit der Forschung weitermachen können. Das macht mir halt so ein bisschen Sorge hier, dass da immer noch Dürre steht. Prognostizierte Erneuerungsrate für kommenden Frühling. Wir sind jetzt im... Okay, aber ist ja jetzt auch nicht passiert. Das stand ja schon beim letzten Mal da. Wir sind ja jetzt schon im nächsten Sommer. Also eigentlich weiß ich auch nicht. Macht das nicht so viel aus. So, jetzt muss einer von den Kindern erwachsen werden. Oder wir kriegen nochmal von außen vielleicht eine Spritze an Leuten. Ach, wir können das Wasser natürlich auch mal besser verteilen auf regulär. Steigt die Stimmung da auch nochmal ein bisschen. Brauchen wir 117 pro Tag. Ja, da müssen wir noch einen neuen Brunnen bauen. Also wir haben die drei, haben wir. Da hätten wir noch zwei. Ist zwar weit weg, aber das ist relativ egal. Da geht es nur darum, dass wir das halt eben gebaut haben. Straße bauen wir trotzdem hin. Da können wir nicht durchbauen, kann das sein? Na toll. Na toll. Da ist eine Gruppe von Reisenden, das ist gut. So, wie kann ich abreißen? Wie kann ich abreißen? Ah, so. Okay. Gut, wir kriegen ein bisschen Ressourcen wieder. Okay, der will halt schon eine Straße haben. Jetzt hat er eine Straße. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Wasser als Verbrauch. Das ist halt noch nicht mit drin in der Statistik, aber das reicht jetzt. So, eine Gruppe von Reisenden. Die nehmen wir auf jeden Fall an. Und jetzt haben wir 41 Leute, sehr cool. Das heißt, jetzt müsste eigentlich hier der nächste Zyklus anfangen. Wo war denn das jetzt nochmal? Hier am Stadtgebäude. Ja, jetzt haben wir alles da. Wie aktiviere ich das jetzt? Ist automatisch aktiv. Jetzt können wir wahrscheinlich die Forschung starten. Nee, können wir noch nicht. Aber vielleicht muss erst ein Tageswechsel sein, jetzt nachdem die Leute gekommen sind. Ist ja oft so. Auch mit den Statistiken und so. Jetzt, neue Ära. Da ist es. So. Kaschemme, Schmiede, Schmied. Schmiede und Schmied, okay. Windmühle und Fleisch, Fisch, Leder, Eisenbarren, einfaches Werkzeug und Eisenerz. Das steht uns jetzt alles auch noch zur Verfügung. Das heißt, jetzt wollen wir natürlich die Jagd auch schnell erforschen. Da machen wir das mal. Okay. Um die Jagd zu erforschen, brauchen wir Werkzeug, ist das. Dann müssen wir erst das Werkzeug haben.
Nur wisst ihr was? Für die Schmiede und den Schmied brauchen wir mit Sicherheit Strom. Wir fangen mal mit Strom an. Aha, da brauchen wir Eisenbahn für. Nee, da müssen wir erst die Metallverarbeitung haben. Was ist denn hier mit der Kaschemme? Die könnten wir direkt erforschen. Ah, wir fangen jetzt mit Metallverarbeitung an. Wir brauchen halt Werkzeug und Eisen. Also geht's da mal zuerst los. Okay. So, und das heißt, genau, sobald wir Eisen erforscht haben, müssen wir hier Eisengräber noch einstellen, damit die hier das Eisen abbauen. Okay, wieso haben wir jetzt keine Pilze mehr? Was ist denn da los? Na komm, wir bauen nochmal ein Sammellager. Wie viele haben wir jetzt? Eins haben wir, ne? Ne, zwei haben wir. Da haben wir noch eins gebaut. Sollen wir nochmal gucken, wo wir nochmal Pilze haben. Hier irgendwo. Hier sind nochmal... Ne, die beiden Pilze habe ich ja schon drin. Die werden ja von dem abgebaut. Fischen können wir natürlich. Bauen wir da oben eins hin. Hier ist nochmal ein Pilz. Das ist natürlich auch nicht viel. Hier ist die Karte schon zu Ende. Ja. Okay, dann machen wir hier. Machen wir eine Fischerhütte. Wir holen uns jetzt den einen Pilz auf jeden Fall auch noch. Und wenn wir es so machen, kriegen wir das Fleisch auch noch mit rein. Losing Hope. Unsere unstabilen Lebensstandards zehren uns auf. Wir sollten auf die Moral achten. Wir sollen etwas tun, um die Moral zu verbessern. Also hier lehnen wir wieder ab. Das ist schlecht, weil da haben wir schon gesehen, da gibt es wieder einen Moralabzug. Okay, wir versuchen es. Ich weiß, dass wir die Kaschemme zum Beispiel bauen können. Die wir natürlich erst frei forschen müssen. Also wir forschen gerade, dann machen wir danach das mit der Kaschemme. Und hier bauen wir jetzt das Sammellager, wo wir Pilze und dann potenziell ja auch noch das Fleisch sammeln können, was wir hier haben. So, da ist die Forschung fertig, dann jetzt direkt die Kaschemme. Und dann bauen wir die und damit müsste sich die Stimmung auch verbessern. So, Eisengräber hier, drei einstellen. Hier Pilzsammler. Da ist die Kaschemme. So machen wir jetzt. Jetzt überschlägt sich gerade die Ereignisse. Wir brauchen angemessene Unterkünfte. Bau drei Hütten. Ich habe doch schon Hütten gebaut. Scheiße, ich hätte warten sollen. Jeder von uns braucht einen anständigen Ort zum Leben. Wir haben Wasser und Nahrung. Doch jede Nacht in irgendwelchen Kuhlen zu schlafen, über die wir gestolpert sind, hilft uns nicht wirklich dabei, uns auf die Arbeit des kommenden Tages vorzubereiten. Wir brauchen angemessene Unterkünfte, die uns vor dem unberechenbaren Wetter schützen. Ja, okay. Jetzt müssen wir nochmal drei neue Hütten bauen. Dabei haben wir schon so viele. Eiserne Gliedmaßen. Chief, da wir nun Metall verarbeiten können, kannst du uns die Möglichkeit geben, unsere eigenen beständigen und effektiven Werkzeuge herzustellen, mit denen wir unserer täglichen Arbeit nachgehen können. Die Arbeit kann auch ohne Werkzeuge erledigt werden, doch das erschöpft uns nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und je häufiger wir ohne Werkzeug arbeiten müssen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich am Arbeitsplatz Unfälle ereignen. Ja, lasst uns das tun. Natürlich. 65 einfache Werkzeug produzieren. Okay, so, wir bauen jetzt erstmal eine Kaschemme. Damit geht's jetzt los. Dafür brauchen wir Eisenbarren. Okay, dann bauen wir die Schmiede. Da stellen wir Eisenbarren her. Stellen wir die Schmiede hier oben hin. Eine Schmiede bitte. Und drei neue Hütten, die können wir von mir aus auch in Auftrag geben. Eins, zwei, drei.
Okay. Dann ist das erledigt gleich. Haben wir auch noch 4 Tage Zeit für. Hier haben wir unbegrenzt viel Zeit für. Das ist gut. Und das ist Gott sei Dank auch ohne Zeitvorgabe. Wir schaffen das. So, da entsteht die Schmiede. Ressource wählen. Ja, wir wollen Eisenbarren produzieren. Mit 3 Arbeitern. Wenn wir jetzt Eisenbarren haben, dann können wir die Kaschemme bauen. Ah, die hat auch einen Einzugsbereich. Dann müssen wir die so platzieren, dass möglichst viele Häuser davon profitieren. Ach Gottchen. Das ist aber ein mickriger Einzugsbereich. Ja, stellen wir sie hier hin. Naja, wir bauen eine hier hin. Und eine hier. Okay. So, die Produktion von Barren läuft. Das heißt, da sind schon alle angeliefert. Wunderbar. Hier fehlen noch 7. Aber ich denke, es geht aufwärts. Gut, Leute. Dann soll das für diese Folge mal reichen. Ich pausiere wieder und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr... Bis dahin alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.